Hallo Leute, weiter geht's bei Doom Eternal. Im letzten Part haben wir den Einsatz von dieser Waffe mal gesehen und die ist echt mächtig. Draußerdem kann man damit auch mehr anfangen, als nur einen Schuss von der Big Fucking Gun abgeben. Ich meine, ein Schuss von der Big Fucking Gun ist sehr mächtig, ja. Aber bei mehreren Gegnern ist das dann halt auch schon sehr interessant. Spiel? Was ist das jetzt von mir? Geh mal dahin. Weil, oh Gott. Wo lang denn jetzt? Achso, ich verstehe. Oh nein. Hier werde ich einfach Damage boosten. Nein. Oh, das wird ein Spaß. Das wird wirklich ein Hauptspaß. Immer weiter hoch. Schnell dahin. Oh. War das richtig, oder? Ne, sieht nach Secret... Oh, Moment, was? Das war richtig? Moment, da oben ist doch das Leben. Wisst ihr was, das will ich haben. Das ist es mir wert, ein bisschen Damage zu nehmen, ganz im Ernst. Okay, irgendwas aktivieren. Oh. Ein Aufzug. Sorry, Hayden. Wir nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und setzten sie frei. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen Argent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Kranken und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht. Bin ich auch würdig? Oh, da vorne ist was aufgegangen. Oh yeah. Wo ist das Secret? Links. Ich sehe nichts. Muss ich da rüberspringen? Das wird jetzt spaßig, glaube ich. Ja, genau falsch. Genau falsch. Wo soll da rings ein Secret sein? Oh, da. Bestimmt da reingehen. Ha! Sehr schön. Nehm's mit. Dankeschön. Oh nein. Nee, ich gehe lieber nochmal zurück. Ich gehe jetzt. Diese Einrichtung entstand im Geheimen. Die Wächter der Nacht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie, denn ein Maker kann niemals die Hölle betreten und ein Dämon niemals Erdeck. Argent Denur war für die Maker elementar. Okay. Schön, dass wir jetzt noch ein bisschen Lore kriegen hier. Okay, da werden die Seelen extrahiert. Ja, cool. Das heißt cool, ist gar nicht cool. Das da unten werde ich nie wieder kriegen, oder? Ist ein bisschen schade. Da unten habe ich auch noch was übersehen. Aber kann man nichts machen. Ah, weiter hoch. Ja, dann bitte hier noch ein bisschen hoch. Klappt das? Das klappt. Da bin ich mal ein bisschen wenig Vertrauen in... Was? Bitte? Der hat sich jetzt da überhaupt nicht festgehalten. Habt ihr gesehen? Ich wollte ihn gerade loben, ne? Und dann so, nö. So nicht. Okay, hoch. Habe ich aber ein Secret? Ja, da. Ach komm. Oh! Arch will fucking Viech. Ich hasse es so sehr. Ich hasse dieses Viech so sehr.
Ja, wir müssen ja den... Wir müssen ja den Turm erklimmen und... Wir gehen immer weiter hoch. Moment, kommen hier irgendwo solche Dämonen angeflogen? Das sieht nicht danach aus. Wow. Beängstigend. Genau wie dieser Sprung. Aber hat geklappt. Hat geklappt. Die Hölle wusste von dieser Maschinerie. Es gab einen Handel mit dem dunklen Fürsten. Die Meter saugten Energie von den Verdammten und im Gegenzug bekam die Hölle mehr Welten zum Verschlingen. Eine unheilige Union, die nicht weiter bestehen darf. Sehe ich auch so, ja. Okay, da oben habe ich grüne Dinger gesehen, die irgendwann kaputt gehen müssen, vermutlich. Ich lasse mal ein bisschen umschauen hier. Großes Tor. Hatten wir schon mal so eine ähnliche Maschine? Oh, hallo. Kommt mir gerade ein bisschen bekannt vor. Nur ein kleines bisschen, aber... Ich täusche mich bestimmt. So, ich kam von da. Toll. Was, wie, wo? Moment. Oh Gott, Geschosse im Anflug. Ich muss dich so erledigen, nicht wahr? Das war nicht gewollt. Was denn? Oh Gott. Das war gut. Ich bin nicht ganz sicher, warum. Moment, irgendwas greift mich an. Was ist es? Oh Gott, das ist einfach noch so ein Viech. Sehr gut. Sehr gut. Und weg mit dir. Ich finde es gerade ziemlich gut, von hier oben ein bisschen hinter zu nerven. Ich muss ja nicht mal richtig gut treffen, weil, ja. So. Blutschlag auch bewahrt. Es kommt bestimmt gleich noch irgendwas Schlimmes. Deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit, um alles abzugrasen. Muss ich die alle kaputt machen? Ist das eine Sache? Ich versuch's mal. Ich habe immer Angst, dass ich runterfalle, aber nee, bisher... Mach einfach mal alles kaputt, ich meine. Sieht so aus, als ob ich das müsste. Den kaputt machen ist immer witzig. Könnte ich schwingen? Ah, wo lang? Oh, an den... Ach so. Da kann ich mich festhalten. Oh, sehr cool. Das war nicht so gut. Immer weiter hoch. Oh nein. Oh nein. Timing-Sachen. Was jetzt? Oh nein. Wie solche Augen? Wo kommst du denn her? Nein, falsche Waffe. Mod aktivieren. Tut, perfekt. Hallo, mein Freund. So,
Aber ja, neue Augenteile. Ich mach's mit meinen Raketen am besten! Wo sind diese Augenteile? Achso, immer nur eines ist ungeschützt, ne? Oh, keine Munition mehr. Schön. Irgendwo werden jetzt Türen aufgehen. Ah ne, das war's schon. Warum keine vier Augen, sondern nur zwei? Ich frage für einen Freund. Gib mir das. Ah, hier ist scheinbar wirklich nichts. Oh, das hier? Nehme ich sehr gerne. Was bist du denn eigentlich noch? Mach auf da! Oh, ist doch schön. Instinktiv falsch gelaufen. So, habt ihr es gesehen? Durchgecheatet. Oh yes, Moment. Ja, eins und Teil fehlt mir noch. Sehr gut. Sehr gut, jetzt ist das Ding voll. Und dann wieder ein Aufzug? Ja. Kann ich die eigentlich auch so aktiv... Ach so. Ich dachte, es wäre so ein Teil, wo ich draufschießen muss, aber nein. Gib die zum Transmitterturm. Wenn du ihn zerstören kannst, sollte dich die unraffinierte Energie in ihre Welt befördern. Will ich nie der Welt gelangen? Nicht so richtig, oder? Oh nein, ultimativer Kampf hier. An was ich das sehe? Tja. Der Turm wird von zwei versklavten Titanen emporgehalten. Brich die Ketten. Lass ihn in die Quelle unten fallen. Wie bitte? Was soll ich? So Titan da losketten? Oh, verdammte Kacke. Wisst ihr was? Nein, ich kann mich nicht bewegen. Warum willst du nicht verrecken hier? Nein, verdammt. Das war ein bisschen schade. Ich wollte ihn eigentlich wirklich, wollte ihn Glory killen. Das war ja eine Aufgabe, die ich erledigen müsste. Aber Spoiler, hat nicht so gut geklappt. Nehmen wir das da. Dash nehmen wir schnell zurück. Ist eigentlich nur Kanonenfutter hier, oder? Dieses Whiplash-Teil geht mir ein bisschen auf den Sack, aber hey. Kann man nichts machen. Oh Gott. Du bist eine Bedrohung. Okay, ich habe nichts mehr. Schön. Ist jetzt mal gut hier. Gott, ihr geht mir alle auf den Sack hier. Gott, du bist ein Problem. Gott, bist du... Ich kann mich nicht bewegen. Das war nicht schön. Oh, da oben ist Big Fucking Gun Munition. Da ist noch ein bisschen Energie für mich. Oh, da ist noch viel mehr Energie für mich. Nicht da! Warum auch immer ich jetzt nicht nach unten gefallen bin. Wie geschossen im Anflug. Wer nervt denn hier? Wo ist denn der Große? Da. Willst du nicht ein... Ich kann mich wieder nicht mehr wegdashen. Hallo? Ich... Habt ihr gesehen? Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Stell mich gerade echt nicht gut an. Kommt her. Kommt einfach her. Der Typ da, ne?
gerade noch so ein Flugviech an. Problem. So. Diese komische fremde Waffe, die ist irgendwie... Oh nein. Er schoss im Anflug. Jetzt hau ab! Ah nein, ich brauche ja das da, ne? Jetzt liebt das andere Kackviech auch noch! So, perfekt. So, jetzt aber erstmal seinen Gleiter zerstören. Verzeihung. Okay, Moment. Wie bitte? Ich hab das nicht bekommen. Oh, ich hab's bekommen. Wo ist er jetzt? Verflucht. Da ist er. Okay, wir haben die erste Phase geschafft. Oh nein. Ihr lebt nichts mehr, oder? Nein. Er bewegt sich so scheiße. Gott, das war mein extra Leben, du Arsch. Oh. Jetzt beeil dich. Du musst die Ketten brechen, den Archentransmitter zerstören und die Energiewelle nach Earth treiben. Verstehe. Meine Ultrawaffe ist leer. Toll. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Vielleicht da unten oder so. Ja. Alles mitnehmen. Alles. Warum muss ich jetzt dieses Portal da benutzen? Spawnt hier immer wieder ein neuer Kanister? Geht's da hoch? Scheinbar nicht. Oh, das brauche ich nicht mal. Ist nett. Aber das brauche ich. Okay, muss ich jetzt so die Ketten lösen, indem ich hier drauf stehe? Oh, verstehe. Oh nein. Knacks. Geh weg. Alles Viech. Muss ich mich beeilen? Ich hoffe ja nicht, aber ich mach's trotzdem mal. Und Knacks. Die Kahn erweckt das Icon auf Sinn. Wir müssen uns beeilen. Icon of Sin. Da rein muss ich jetzt, oder was? Oh, das war's schon. Das sind jetzt wieder kurze Missionen, wenn ich an. Aber ich habe auch nicht viel gefunden. Ich meine, die Kämpfe habe ich gemacht. Die geheimen natürlich nicht. Oh, das habe ich geschafft. Das nicht und das auch nicht. Wow, toll. Ich habe wieder sehr wenig gefunden. Komischerweise. Verstehe, wer will. Aber gut, Leute. Das war's für heute mit Doom Eternal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.